Danke auch für die Einladung. Ich werde jetzt 15, 20, 25 Minuten über ein paar laufende Projekte reden, an denen ich gerade arbeite. Und ich habe mir als Titel für diesen Talk Computer Craft ausgesucht, damals noch auf Englisch, jetzt rede ich auf Deutsch. Es sind noch ein paar Folien, haben ein paar englische Namen, das sollte hoffentlich keine Schwierigkeit sein. Es wird gehen um so quasi das Spannungsfeld zwischen Computertechnologien und Handarbeit, wobei vor allem textile Handarbeit, als zwei Bereiche, die sehr unterschiedliche Konnotationen haben, Computertechnologien oder digitale Technologien als Techniken, die kopierbar, speicherbar, reproduzierbar sind und Handarbeit als etwas, was irgendwie immer diesen einzigartigen, einmaligen, physisch sehr verankerten Touch hat, was nicht so einfach zu kopier- und produzierbar ist. Historisch haben sich Computertechnologien und Handarbeitstechniken schon einmal begegnet. Wenn man jetzt zum Beispiel den Webstuhl hernimmt, der ist einer der Anfangsgeräte oder ein Schlüsselmoment der Entwicklung der Computertechnologie zählt, weil die Programmierung von Webstühlen mit Hilfe von Lochkarten quasi der Beginn von Automatisierung und damit auch von digitalen Technologien als der Beginn angesehen werden kann. Wenn man jetzt die Entwicklungen von Handarbeit und Computertechnologien seitdem hernimmt, dann ist heute, gut, es gibt industriell produzierte Textilmaterialien zuhauf, auch computergesteuert, es gibt die Computertechnologie und es gibt die Handarbeit im klassischen Sinne, wo man wirklich mit der Hand etwas arbeitet, die aber nicht mehr wirklich notwendig ist, im Sinne von, es muss jemand zu Hause sein und Hosen nähen, weil das kann man sich alles viel günstiger kaufen und ist somit eher so ein Hobby, so ein marginalisierter häuslicher Bereich, der immer so den Touch der Freizeitbetätigung hat, nicht wirklich ernst genommen wird, auch in vielen Fällen. Auf der anderen Seite gibt es auch digitale Fabrikation als immer größer bedeutend werdenden Zweig. Eigentlich funktioniert das gleich wie der Webstuhl vor Hunderten von Jahren. Man hat eine Idee, was man produzieren will, man hat dann eine digitale Repräsentation von dem, was man produzieren will. Früher waren es die Lochkarten, jetzt ist es irgendein Computermodell. Gibt es dann der Maschine, früher dem Webstuhl, jetzt einem 3D-Drucker, einem Lasercutter, was auch immer. Und die produzieren dann daraus das physische Objekt, das dem entspricht, was man sich davor überlegt hat. Und genau was der Unterschied ist, ist, welche Materialien diese Maschinen bearbeiten. Ja? Wenn ich früher Textilien hatte, sind das heute bei den heutigen digitalen Fabrikationsmaschinen, von denen man so langläufig spricht, und da rede ich jetzt nicht von automatisierten Strickmaschinen, sondern von 3D-Druckern und solchen Sachen, sind das ein ganz anderes Ende vom Materialspektrum als textile Produktion das ist. Und das sind alles Prämissen, die auch zu dem Projekt geführt haben, zu dem zweieinhalbjährigen Forschungsprojekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, mit meiner Kollegin Ebru Kurbak, die auch hier war vor einem Jahr, glaube ich, die vor einem Jahr, soweit ich weiß, damals den Beginn von dem Projekt vorgestellt hat und was wir vorhaben zu tun. Und ich kann jetzt quasi ein paar Projekte, die derzeit laufen, vorstellen und darüber reden, was, falls das jemand gehört hat, vielleicht ganz interessant ist. Worum geht es bei Stitching Worlds? Stitching Worlds ist der Name dieses Projekts, an dem wir arbeiten. Es ist vom FWF Peak gefördert, für 2,5 Jahre an der Universität für angewandte Kunst, wie Johanna vorher erzählt hat. Und es geht, ausgehend tun wir von drei Grundprämissen. Die erste ist, wie ich jetzt schon vorher kurz erzählt habe, textile Techniken funktionieren wie digitale Fabrikationstechniken, bloß halt in einem anderen Medium. Ja? Wenn ich mir jetzt aber anschaue, Stricken oder Häkeln zum Beispiel, dann sind das Techniken, die mit einem Faden beginnen, wo ich aufgrund eines bestimmten Musters dann ein dreidimensionales Objekt herstelle. Dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel Weben, da gehe ich von unterschiedlichen Grundstrukturen aus, aber ich komme auch am Ende von der Idee zu einem physischen Objekt. Also ich habe digitale textile Techniken als Fabrikationsmethodologien. Ich habe auch die gleiche Prämisse wie bei digitalen Fabrikationstechnologien, bei Textilen machen, dass alles notierbar ist. Ja? Ich kann jemandem ein Strickmuster geben, die Person kann den gleichen Pullover stricken wie ich, wenn sie der Notation folgt. Es ist bloß die Übersetzung von dem Code in das physische Objekt, nicht von der Maschine gemacht, sondern von dem Menschen gemacht. Und die dritte Prämisse ist, dass textile Materialien, die auch elektronische, leitende oder widerstandsfähige oder isolierende Eigenschaften haben, schon sehr lang verwendet werden.
früher vor allem zu ornamentalen Zwecken, um Sachen wertvoller zu machen oder schöner zu machen, Goldstickereien und so Sachen, und nicht aufgrund ihrer elektronischen Fähigkeiten. Aber das sind alles Materialien, die prinzipiell sehr lang schon da sind und die auch dafür verwendet werden konnten. Und eines der ersten Projekte, auf das ich jetzt nicht lange eingehen will, aber ganz kurz als Einstieg erzählen will, heißt The Knitted Radio. Und es handelt sich dabei um ein Sweater, also um ein Pullover, in dem gestrickten Muster die elektronischen Funktionen der Komponenten integriert sind, die es braucht, um einen minimalen Radiotransmitter zu bauen. Und das ist die Anleitung dazu, wie ich diesen Pullover stricke. Und da jetzt wieder zurückgreifend auf das, was ich vorher gesagt habe, wenn ich die Anleitung dazu habe, wie ich das aus Strickmaschinen kenne oder wie ihr das vielleicht aus Strickmagazinen kennt, wenn ich die Anleitung habe, wenn ich weiß, welche Stichnotation ich in welche Stiche praktisch umsetzen muss, dann kann ich jetzt basierend auf dieser Anleitung diesen Radiosender reproduzieren. Ja, weil da steht, welches Muster ich verwenden muss, welche Materialien ich verwenden muss und in welchen Anordnungen ich die stricken muss. Und ich werde jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, wie wir das gemacht haben, weil man das jetzt, glaube ich, auf der Anleitung nicht so gut sieht. Prinzipiell besteht ein sehr einfacher Radiotransmitter, ein Radiosender, also eine Möglichkeit, über Radiowellen Audio zu versenden, aus nicht besonders vielen Teilen. Da sind ein paar Widerstände, da sind ein paar Kondensatoren, das ist eine Spule, das ist ein Transistor, das ist eine Stromquelle und das ist eine Audioquelle. Und was wir gemacht haben, ist, die Widerstände und die Kondensatoren und auch die Spule mit eben solchen elektronisch leitfähigen Textilienmaterialien in spezifischen Musterformen zu reproduzieren, sodass sie tatsächlich als diese Materialien fungieren. Also anstatt, dass ein Kondensator jetzt so ausschaut, wie er hier ausschaut, eben dieses gelbe oder dieser schwarze Teil da, schaut ein Kondensator, ein gestrickter Kondensator zum Beispiel so aus. Ich möchte jetzt gar nicht in die technischen Details gehen, vielleicht können wir das nachher noch erörtern, weil es gibt noch viele andere Sachen zu erklären. Aber was auffällt ist, ich habe nicht mehr irgendwie kleine schwarze Komponenten, die kleine schwarze Komponenten sind und wo ich irgendeine Ziffer habe, die mir sagt, was genau für ein Wert das ist, sondern ich habe auf einmal etwas, was erstens viel größer ist, aber was zweitens visuell anders ausschaut, ja? Aber auch wo das Muster auf einmal auch einen Rückschluss auf die Funktion von dem Teil, also wo die visuelle Erscheinung einen Rückschluss auf die Funktion von dem gestrickten Komponenten zulässt. Weil wenn ich jetzt mir diese Beispiele da anschaue, dann ist das gleiche, wenn ich das gleiche Muster zweimal stricke, dann habe ich den gleichen elektronischen Wert zweimal. Also das gleiche Muster ergibt zweimal 300 Picofarad. Ein kleineres Muster ergibt weniger Picofarad. Ja? Also ich habe auf einmal nicht mehr nur Funktion und visuell getrennt, sondern es wird eines. Je nachdem, was ich stricke, wie das ausschaut, ändert sich das auch in der Funktion. Also das war eins der frühen Projekte aus unserem Projekt und von da möchte ich jetzt in zwei spezifischere Einzelprojekte gehen. Eins setzt sich damit auseinander, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man solche elektronische Komponenten oder auch ja, elektronische oder digitale Komponenten über Handarbeitstechniken herstellen will, dann stellt sich die Frage, was sind die Werkzeuge, die ich dafür brauche, dass ich das optimalerweise machen kann. Ich habe natürlich die ganze Domäne der Textilwerkzeuge, Nadeln, Häkelnadeln, Stricknadeln, Nähnadeln, alles, was ich dazu brauche, Nadelkissen. Ich hab die ganze Domäne der elektronischen Geräte, Multimeter, Strom, Messtechnik-Sachen, die ich einfach brauche, um sicherzustellen, dass die elektronischen Aspekte so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich habe aber in beiden Bereichen sehr große Unzulänglichkeiten, um mit den jeweils anderen zu arbeiten. Ja? Also ich werde mit einer Häkelnadel nicht messen können, wie viel Widerstand ein Ding hat. Und ich kann aber mit einem Multimeter sicher nicht stricken. Es ist vielleicht sogar das, was zu messen unangenehm, weil die Form von dem nicht stimmt oder weil die Spitzen zu harsch sind oder das Material irgendwie zerstören. Abgesehen davon, was auch ein interessanter Aspekt für mich ist an diesem Projekt, ist, wenn wir jetzt so eine Werkzeugsammlung vor uns haben und sehen dann
meistens ruft es auch sehr viele Konnotationen hervor, was damit hergestellt werden kann, wer was damit herstellen kann. Ja, wenn ich jetzt ein Set an textilen Handwerkzeugen sehe, dann habe ich eine gewisse Vorstellung im Kopf, wer was damit macht. Ja, ob da jetzt irgendwie Pullover, Socken, was auch immer damit gestrickt wird. Und die ist sehr anders, die Vorstellung, als wenn ich jetzt irgendwie in eine Elektronikwerkstatt gehe. Also die Sache ist die, wie kann man funktional, aber auch in der Form und in der Ästhetik diese zwei Welten miteinander verknüpfen. Weil wenn ich sage, ich will einen Widerstand häkeln, stricken, was auch immer, dann brauche ich auch irgendwie die Möglichkeit, während dieses Prozesses, während dem tatsächlichen Erstellen eines solchen Dinges, Feedback über die elektronischen Eigenschaften dieses Teils zu bekommen. Weil sonst bringt mir das alles. Also ich kann das natürlich trennen, ich kann natürlich danach mit irgendeinem Krokodilklemmer herkommen, das anklipsen, aber ich habe nicht die Möglichkeit, die ich sonst beim Handarbeiten habe, dass ich was mache, dass ich ein direktes Feedback habe von dem, was ich mache, dass ich direkt am Machen verändern kann, wie ich was mache. Somit, ich zeige dir jetzt eine Serie an kleinen Prototypen, die auch bis zu einem gewissen Grad schon getestet worden sind und im Prototypenstadium zumindest sehr gut laufen. Und eine Sache ist eben eine Häkelnadel als Prüfspitze für ein Multimeter zum Beispiel. Weil, wie, noch einmal, wenn ich einen Widerstand stricken will oder häkeln will, dann möchte ich wissen, wo bin ich gerade, wann muss ich aufhören, ja? Wie viel Widerstand will ich, wie viel Widerstand habe ich gerade, wie kann ich da weitermachen, wie beeinflusst das mein Stück. Und ich habe da noch ein paar andere Bilder von anderen Objekten, Seam Ripper, also Nahttrenner, spezielle Kabeln für Textil ausgelegte Verbindungsstücke zwischen Materialien, einfach um zu schauen, wie beeinflussen die Werkzeuge, die ich verwenden kann, auch das, was ich mir vorstelle, von dem, was die Werkzeuge dann machen. Ich gehe jetzt einfach durch ein paar Bilder durch. Ein zweites, wir waren jetzt gerade vorher beim Messen und Testen. Ein zweites Ding, Nadelkissen natürlich was im Textilen wieder sehr oft vorkommt. Strom, was im Elektronischen sehr oft vorkommt. Und hier ist quasi so ein experimenteller Prototyp, ein Nadelkissen als Stromquelle zu haben, weil irgendwie die Verbindung mit Stecknadeln oder mit etwas, was dem Medium des Textilens mehr entspricht, eventuell profitabel sein kann für das, was ich im Textilen als Elektronik machen will. Und dann ist noch ein drittes Beispiel. Wir kennen alle diese Schneider-Maßband. In dem Fall ein Schneider-Maßband, was nicht nur messen kann, oder mit dem ich nicht nur die Länge abmessen kann, sondern mit dem ich auch testen kann, ob es einen Kurzschluss oder einen Kontakt zwischen zwei Punkten gibt. Beziehungsweise ich das auch so umschalten kann, dass ich nicht nur messe, ob ein Kurzschluss oder ein Kontakt ist, sondern dass ich 3 Volt zumindest anlegen kann an mein Teststück. Das, wenn ich jetzt von 3 Volt und so Sachen rede, oder vorher haben wir gesehen, das Nadelkissen mit 5 Volt, 9 Volt, die meisten Projekte in dieser Domäne brauchen irgendwie nicht Sicherheiten, um 200 Volt auszuhalten. Das heißt, diese ganze Sache mit, ich muss Sachen gut isoliert haben, fallen bis zu einem gewissen Grad weg. Dafür kann ich mich mehr auf die gute Handhabung der Objekte konzentrieren. Und eben in der Form, bin ich dann in der Form freier. Jetzt als zweites Projekt, das ich noch kurz, auf das ich noch kurz eingehen möchte, ist ein Beispiel tatsächlich mit all diesen Überlegungen, die ich bis jetzt ausgeführt habe, etwas Digitales herzustellen. All diese Experimente, die wir in diesem Projekt unternehmen, haben auch immer die Frage im Hintergrund, was verändert das an dem Bezug, den man als Betrachter oder als Gestalterin von so einer Technik hat, zu dieser Technik selber. Ja? Wie sehe ich einen Computer anders, der aus Textil ausschaut, oder wie denke ich mir, wer diesen Computer macht? Wie würde eine Welt ausschauen, in der alle Elektronik Textil hergestellt ist? Wer wären die Leute, die sowas herstellen können? Also digitales Herstellen. Da ist ganz einfaches Beispiel, wir haben das genannt One-Bit-Textile. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das ist ein Stück Stoff, in dem sich einfach ein Punkt von schwarz auf weiß ändert. Und ein Punkt von schwarz auf weiß ändern kann man nennen, ein Punkt hat 1 oder 0. Und von da sind wir dann irgendwie dem Digitalen nicht mehr so weit entfernt. Funktionieren tut das Ganze
über eine Spule, also über einen Elektromagneten. Auf diesem Elektromagneten liegt eine Perle, die auf der einen Seite angemalt ist, in dem Fall jetzt schwarz oder weiß. Und je nachdem, wie ich den Strom anlege, flippt diese Perle und zeigt mir die schwarze oder die weiße Seite. Soweit, so gut. Kann ich jetzt irgendwie mir vorstellen, ich kann das skalieren, ich kann ein Display draus machen, das sind ja auch sonstige Displays funktionieren so, das ist per se von der Technologie nicht sehr neu, es ist bloß die Materialität etwas geändert. Wir haben dann versucht, einen Schritt weiter zu gehen und aus diesen Drehungen Relays zu bauen, also elektromagnetische Schalter zu bauen, die einen oder zwei Kontakte oder einen oder den anderen Kontakt schließen. Und ich habe da jetzt als nächstes ein kleines Video. Also, ja. So. Also ich sehe jetzt, wenn ich den Eingang unterschiedlich anlege, flippt diese Perle hin und her. Die Perle ist in dem Fall nicht angemalt mit einer leitenden Farbe, sondern sie hat mit diesem leitenden Faden ist umhäkelt damit. Und dadurch schließt sie unterschiedlich entweder den Kontakt nach oben oder den Kontakt nach unten. Das heißt, ich habe quasi das Textiläquivalent von der Zeichnung, die ich gerade vorher hatte, von dem Relay, was entweder nach oben oder nach unten schließt. Dadurch kann ich jetzt, wenn ich die Sachen aneinander schalte, meine Signale in gewisse Richtungen lenken und kann sagen, wenn die Klappe nach oben geht, dann nehme ich an, das ist irgendwie Status 1. Wenn die Klappe nach unten geht, nehme ich an, das ist Status 2. Wenn ich den dann miteinander verknüpfe und dabei mitdenke, dann kann ich damit sowas wie AND, OR, also UND oder X oder Gatter häkeln, schalten. Und die dann so, eben, wie gesagt, so miteinander verknüpfen, dass die mir die entsprechenden Lösungen sagen. Und wenn ihr euch jetzt diese drei Sachen anschaut, dann ist auf dem der erste Schalter schaltet den Input A, in der Mitte schaltet den Input B. Und das dritte rechts ist quasi der Output. Ich habe beim Input A, wenn das Klappe nach unten geht, ist 0. Was schaltet das noch an? Wenn die Klappe nach unten ist, ist es 0. Wenn die Klappe nach oben ist, ist es 1. Ich habe also 0, 0. Ja, so wie halt und Gatter funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich das hier ausführen soll. Das ist hier auch geschrieben. Und sieht man jetzt da nicht besonders gut, weil es auf so einem weißen Board montiert ist, aber prinzipiell sind hinten nur die leitenden Fäden quasi an diese Schalter verknüpft. Das ist keine weiteren elektronischen Komponenten sonst eingebaut. Also was wir jetzt da gerade in Rot gesehen haben, war quasi diese erste Zeile, also so ein UND-Gatter. Die Zeichnung da ganz rechts ist quasi die schematische Darstellung, wie das Gehäkelte bei uns da ausgeschaut hat. Man sieht da diese Schalter, die nach links oder nach rechts ausschwenken können. Das ist quasi der silberne Hebel, den wir da gesehen haben. Und diese logischen Gatter sind im Endeffekt auch der Basisbestandteil von jedem digitalen Instrument. Das heißt, wenn ich genügend davon zusammenbaue, dann kann ich mir auch einen Computer daraus bauen. Wenn ich genügend davon zusammenbaue und die alle funktionieren, kann ich auch einen Computer daraus bauen. Und das ist das aktuelle Projekt gerade, sich daran zu versuchen, aus textilen Werkstücken einen Computer zu bauen. Und also das ist die Schematik von einem Minimalcomputer wieder, aber doch etwas, was als Computer fungiert. Hier reingezoomt in einen spezifischen Teil, in die ALU. Das wäre quasi ein prototypisches Aussehen von so einer gehäkelten ALU, die, wenn richtig miteinander verschaltet, auch technisch funktionieren sollte oder soll. Wir haben, also es ist alles noch im Machen, deswegen sage ich jetzt sollte. Ich habe hier noch eine Detailaufnahme davon, das ist wieder das Gleiche, was wir vorher im Video gesehen haben. Und weil ich jetzt die ganze Zeit schon davon geredet habe, so wie das eine der großen Fragestellungen auch ist, quasi welche Kompetenzen brauche ich, um so einen Computer herzustellen, ja? Oder was für andere Qualitäten kann so ein technisches Gerät mir auch bringen. In dem Fall ist es jetzt vor allem groß und langsam und ineffizient, aber ich kann da
rüber über die Herstellung von etwas Funktionalen, was auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat, so wie ein Computer, vielleicht schon Fragen auch aufwerfen, muss ein Computer so ausschauen, wie er jetzt ist? Ja? Muss das mit den Kompetenzen verknüpft sein, wie sie jetzt ist? Oder wenn das anders wäre, wenn gewisse Entscheidungen auch in der Geschichte anders getroffen wären, würden dann Computer auch anders ausschauen können oder auch andere Sachen machen können. Okay, danke.